So, ja, dann jetzt auch fürs Twitch-Archiv nachträglich. So, ich habe mir vorgenommen, ich schneide die nicht mehr. Ich versuche, die Streams jetzt einfach stumpf am Stück hochzuladen. Nachdem ich bei Alliance rausgeflogen bin, kriege ich ja eh kein Geld mehr. Irgendwie so alle 4 Monate überweist mir YouTube dann, glaube ich, mal 70 Euro. Oder alle 6 Monate, so lange brauche ich ja. Wahrscheinlich schalte ich die Werbung auch irgendwann demnächst mal ganz ab, irgendwie so, weil das ist ja albern. So, aber dann kann ich den Stream jetzt auch 1:1 so hochkippen. Hoffentlich in etwas höherer Auflösung. Macht wahrscheinlich ja weniger Probleme. So, A Juggler's Tale. Einstellungen. Sound und Sprache. Okay. Deutsch. Audiosprache, Deutsch. Master-Lautstärke, Musik-Lautstärke. Ich glaube, so ist die ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich sollte ein Gamepad anschließen. Ne? Ich glaube, das Spiel sagt mir, schließ ein Gamepad an. Wenn ich da schon... Oh Gott, ich hoffe, das geht. Ich habe hier einen komplett auseinandergerissenen USB-Hub. Der hat sich... zerlegt. Und ich versuche gerade. Okay, das geht. Das kriegt Strom. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Irgendwie habe ich den kaputt bekommen. Was sieht so aus, als wäre das für Gamepad ausgelegt irgendwie. Masterlautstärke. Erzählerlautstärke. Ah. Ich glaube so, ne? Moment, wir machen mal einen Vergleich. Ich weiß nicht, welche ist denn gut? Das ist ungut. Das ist gut, glaube ich, ne? Jetzt lecken die runterfallenden Smileys. Ja, die Codierung überlastet, Tatsache. Was stimmt denn hier nicht? Grafik, Vollbild, Fenster, Auflösung, Tonalität, Schatten. Dann machen wir doch mal Anti-Alias aus. Effektqualität, V-Sync an. Ich hatte 94 FPS. Jetzt ist die Codierung auf jeden Fall wieder gut. Ich habe die Modes mal ausgeblendet jetzt. Komisch. Ich weiß nicht, was mein Rechner da so runterzieht. The Last Campfire möchte ich ja danach spielen, weil dieses Spiel soll angeblich in 2 Stunden durchgespielt werden. Ich glaube, die Lautstärke ist zu gut, oder? Zu laut? Nee, ne? Ich lasse das jetzt so. Ihr einigt euch ja nicht. Umgebungslautstärke? Mach ich mal so. Okay, passt. Bewegen, rechter Trigger, springen, zielen. Oder mit Tastatur. Oh ne, nimm mal Gamepad. Controller Vibration an. Interaktionsfarbe. Wollen wir Wellblau nehmen? Komm, wir nehmen Wellblau, wenn wir das schon mal anbieten. Untertitel. An. Untertitelgröße. Dies ist ein Untertitel. Ja, wenn ich euch ärgern will, machen wir sie so. So vielleicht? Die Größe hier? Moment. Die hier, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen unnötig groß, oder? Wer hat denn von euch schlechte Augen? Tommy? Bei jedem Fall ist doch jedes Campfire das letzte. Wollen wir Untertitel überhaupt anmachen? Wir machen sie mal an, ne? Okay, neues Spiel. Menü-Music. Nur 2 Minuten lang. Du hast schlechte Augen. Ja, aber hörst du denn auch schlecht? Nein, was meint ihr? Untertitel sollen die noch größer? Guck mal, hier unten werden sie eingeblendet. Also die Größe hier oder größer oder noch größer. Ich glaube, die dann passt auch ein bisschen mehr Text rein. Das müsste eigentlich gehen. Es wird ja auch vorgelesen. Neues Spiel. So, jetzt halte ich mal meine Klappe. Wir kriegen bestimmt eine Cutscene oder sowas. Ich weiß es nicht. Der Mond scheint hell zu später Stund. Cool. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund.
Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Oh, der Erzähler. Ruhe, Ruhe, liebe Leute. Ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen. Und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Cool. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Jetzt mal eine Frage. Brauchen wir die Untertitel? Ich finde die schon fast an der Stelle ein bisschen... Also die Sprachausgabe ist super. Der liest toll. Und der hat auch gesagt, beschwichtigen. So. Ich weiß nicht, ich kann sie auch anlassen. Ich habe eine Neigung, immer auf Untertitel zu gucken, wenn sie da sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bisschen too much. Too much was? Too much Untertitel, Domaris? Oder was meinst du mit too much? Wenn es dich nicht stört, würde ich die für YouTube anlassen. Ja, aber ich mache sie ein bisschen kleiner, glaube ich dann. Ich fand die ein bisschen groß. Ich mache sie kleiner. Ich habe sie bisher eigentlich immer angelassen. Meistens. Also meistens wollte die Hälfte der Community mal, dass die Untertitel anbleiben. Ja. Wir versuchen uns mal auf den oberen Bildrand zu konzentrieren, Domaris. Also ich jetzt auch. Weil die Sprache ist toll gemacht. Also er hat sogar beschwichtigen. Also ich meine, hier nachdem wir... welches Spiel war das hier noch? Tell Me Why, wo die Untertitel komplett von dem Gesprochenen abwichen. Cool. Guck mal, wir sind hier auf dieser kleinen Bühne hinter dem Vorhang. Das ist putzig gemacht. Abby, ja? So. Schön gemacht. Cool. Also so in mehreren Schichten ist schon geil. Allerliebst. Ist gerade im Angebot. 30% reduziert. Kostet 10 Euro, irgendwie 47 oder sowas. Guck mal, dahin sind auch Marionetten. Ich kann leider nicht in die Tiefe, ich kann nur von links nach rechts. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Moment, wo ist denn hier ein Zirkus? Ich sehe gar keinen Zirkus. Ich sehe Schweine. Ich meine, die werden ja nicht die Häuser hier aufstellen. Was verstehe ich denn gerade falsch? Oder kommt der Zirkus gleich? Guck mal, sogar die Schweine sind Marionetten. Hallo, kann ich winken? Warte mal. Alte RT, um Objekte zu schieben. Ach, ich muss hier warten. Ja. Wo soll das hin? Ich schieb's mal nach links erstmal. Wahrscheinlich ist das nicht richtig. Nee, ist nicht richtig. Ich kann auch draufklettern. Aber ich kann nicht nach hinten. Nee, ich habe leider keine... Schade. In sowas möchte ich immer eine dritte Perspektive haben, ne? Nicht mehr heute, ich werde es überleben. Ah. Wer an den Reim fuscht, in den Keller huscht. Und wer für schlecht Verse bürgt, wird gerne von mir bürgt. Ist das süß. Ah, guck mal, der Zirkus!
So sieht ein Zirkus aus. Spieldauer soll 2 Stunden sein. Also 4. Guck mal, wie sie auch anders. Oh, wie geil! Ich kann ja was. Habt ihr den Frosch gesehen? Moment, hing der Frosch auch an? Ich bin ja so ein Typ, der muss sich das nochmal angucken, ne? Umgebungsgeräusche könnte ich, glaube ich, ein bisschen lauter machen, ne? Man hört nämlich gar nicht so viel. Hat jemand darauf geachtet, ob der Frosch auch an der Leine hing? Einstellungen, Sound und Sprache. Die Erzähllautstärke ist, glaube ich, so gut, wie sie ist, ne? Screenshots müssen sein. Ja, unbedingt. Ich mag, wenn es gar nicht so durchrennen. Guck mal, das guckst du dir nie wieder an hier. Na los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Oh, wie gemein. Ich wollte nämlich gerade sagen, das kann auch hinderlich sein an diesen Schnüren. Drücke RT, um mit Objekten zu interagieren. Ja. Ziehe mit dem rechten Stick und drücke RT, um zu werfen. Wow, das ist aber schwierig. Jetzt ernsthaft. Geht das mit Tastatur nicht besser? Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Ja. Ich find mich ganz toll. Boah, ist das empfindlich. Sekunde, darf ich mal eben probieren. Wie nehme ich es jetzt auf mit Tastatur? Einstellungen. Steuerung. Ach, Steuerung? Echt? Für jemanden, der nur Shift drückt, ist es aber schwierig. Wow, okay, es ist auch nicht einfacher. Eigentlich kann ich doch nur nach oben, nach unten. Ich kann ja gar nicht. Dann kann ich es auch mit Gamepad spielen, glaube ich, oder? Es ist eigentlich egal. Aber einfacher wird es dadurch auch nicht, muss ich sagen. Ja, mal gucken. Krieg ich keinen Preis? Ich nehme den Ball jetzt aber mit, das ist meiner. So. Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreit. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Wie ich soll gegen den Bären kämpfen? Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Nein. Oh, cool. Fein gemacht. Soweit, so gut. Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut. Ach, der hängt hier am Seil, der Bär. Der kann mir gar nicht gefährlich werden. Edge. Ja.
Phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt zusammen. Doch genug von Abby, liebe Leute, das war ihre letzte Vorstellung heute. Wir werfen mit dem Ball. Ich dachte mir, vielleicht scheucht. Zuschaueraugen schüsselt ihn möchte an. Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht. Guck da nicht hin, Normales. Herrliche Kühe, spricht der Direktor. Und schließt die Tür. Arme ja. Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Ich bin da das hier kein... Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Jetzt weiß ich, warum man es mit Rübo verlassen hat. Zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Hallo, Ratti. Tja. Kann ich den auf irgendwas draufwerfen? Nicht wirklich, ne? Vielleicht die Laterne runterwerfen? Nee, dann fängt sie an zu brennen. Das wäre dumm. Machen wir mal. Mist. Die bringen mir jetzt so lange neue Blaubeeren, bis ich weiß, was ich damit machen soll. Sind sie nicht lieb? Normalerweise würde ich ja sagen, rüberwerfen zum Bären, aber das sieht nicht so aus, als würde das reichen. Okay, wenigstens sind die Ratten so gut programmiert. Dankeschön. Ich kann ja nur nach da werfen. Die Schaufel vielleicht? Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Der Sprecher ist super. Abby hat es satt. Nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Lomaris, guck da nicht hin. Auf die Untertitel. Ich versuch's auch gerade nicht zu machen. Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors ab. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Na, du, Dicker? Ja. Willst du das fressen? Mehr. Ach komm, ich springe auf deine Schultern hier. Und dann da oben ran. So machen wir das. Pass mal auf. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Oh, Entschuldigung. Ich kann das nochmal machen. Danke. Das ist aber lieber, ne? Guck mal.
Wir haben leichte Probleme. Hallo? Ja, ich hab's verkackt. Mach nochmal. Danke. Eigentlich möchte ich diesen Wagen da runterziehen. Achso, ich muss drüber weg, um erstmal an den Schalter da drüben wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Da hinten ist ja noch was Blaues. Ach, und dafür konnte ich die Farbe aussuchen. Na gut, dass ich viel Blau genommen habe, ist total auffällig. Das kann man gar nicht übersehen. Ach, verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Ach, und wir hauen jetzt nach oben ab, oder wie? Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wollen denken. Ja, fress ihn! Der hat sich geopfert. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Der Sprecher ist echt gut. Ich finde es schön, dass Abby, laufe geschwind, kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Schön, dass es in Gedichtform ist. Errungenschaft freigeschaltet, eine neue Welt. Schön, cool, geil gemacht. Akt 2, eine neue Welt. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in augenverzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen. Als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Ist echt schön. Ist wirklich schön. Der Sprecher könnte auch Kindergeschichten vorlesen. Das ist ja eine Geschichte, ihr Kinder, die ihr da vorliest. Hör mal. Spross um Spross und Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Ach, ist das schön. Einfach schön. Man kann richtig die Wärme spüren, ne? So ein bisschen. Echt Sonnenstrahlen schön. Von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Stimmt. Die Kuh muss sich da vorne bewegen. Okay. Schönen Abend. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken, dann hilft sie auch dir. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Guck mal, sie fängt auch direkt an zu drehen. Ist das schön. Und im Hintergrund die Mühlen, die sind auch in die Richtung gedreht. Da hat jemand ein Auge fürs Detail gehabt. Das ist mega hübsch. Ja, finde ich auch. Hab ganz viele Indie-Preise bekommen. Schwebt ein aus dem
das Hauptquartier. Das Hauptquartier, genau das ist es. Was ist ein HG? Am Genieße mal leckeren Tee. Hallo ihr Lieben, hallo auch Well. Mit mir hast du nicht gerichtet, gell? Fix noch hinterm Ohr gekrault, bevor unser Lieblingsstreamer mault. Tee ist da, was zum Tabern auch. Mehr ist nicht, was ein schöner Abend braucht. Das stimmt. Ach, aus dem Hintergrund. Ah. Ich dachte, das ist Hauptquartier. So. Wenn man Anti-Alias einschalten würde, würde es vielleicht noch wieder ein bisschen besser aussehen. Ich habe nur Angst, dass die Codierung gleich wieder überlastet. Aber ich glaube, das liegt an irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Ja, ist das Gras nicht ganz so kriselig hier unten. Ruckelt auch nicht mehr, ne? Oder? Ich achte da nicht immer drauf gerade. Im OBS. Wir hatten ja zwischendurch Standbilder. Hat bisher nicht geruckelt, ne? Da hätte ihr wahrscheinlich schon gerufen. Oh, ich hänge fest! Wenn du fällst, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Ach, das ist ja lieb. Sie übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helfe dir zurück, trotz deiner Torheit. Ja, das ist, manchmal vergisst ewig Kind das. Vor allen Dingen zu späterer Stunde. Na, ich häng schon wieder fest. Im Fall des Falles stehe ich dir bei. Diese Fäden verbinden uns zwei. Das ist ja lieb, dass er mir immer hilft. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Ach, kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht tief. Ich werde mal wohl kaum Floß mit... Ah, verdammt, mit zwei Dingern machen, oder? Abby, stell dich nicht ungeschickter an, als du bist. Ich bin ungeschickt. Komm, Abby, ich helfe dir. Noch einmal. Irgendwann hat er auch keinen Bock mehr. Ach, so läuft das. Okay. Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Ups. Spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf. Aha. Siehst du, auf mich ist Verlass. Okay, der ist auf jeden Fall gut, der da oben auf mir achtet. Die Jägershütte. Ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Ja, ist ja mal schwierig bei Themen, bei denen sich dann jemand dann auch angegriffen fühlt oder so. Ich müsste jetzt mal nach oben scrollen, aber ich hoffe, ihr kriegt das. Ja, okay, gut. In dem Fall ist es dann jetzt so geendet, dass
die Person sich angegriffen gefühlt hat, dann geht. Das ist natürlich sehr schade. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön fürs Dasein und ja, vielleicht lernt ja der ein oder andere was draus. Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Gut, er ist auch angekettet. Du tust mir nichts, oder? Was mache ich denn hier mit seinen Fäden? Das ist aber nicht nett, was ich da mache. Der tut mir doch nichts, oder? Der Sprecher ist echt grandios. Ja, er gefällt mir auch. Bleibt doch im Leben nicht unten, oder? Doch. Aus irgendwelchen Gründen bleibt sie gerade da. Aber nur weil ich gerade so schwer bin. Echt, ich bin so schwer. Na gut. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Mal gucken, ob das geht. Warum? Ewig Kind, da ist ein Moderator. Der schreibt dir, du möchtest sie bitte zurückhalten. Ich halte es für nicht klug, mit warum darauf zu fragen. Ich timeoute dich jetzt mal, ewig Kind. Du hast jetzt mal 10 Minuten Pause. Das ist jetzt meine Entscheidung. So. Werd mal wieder nüchtern oder was auch immer mit dir gerade nicht stimmt. Und dann kannst du wiederkommen, okay? Na! Das klappt irgendwie nicht. Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein hier, ne? Ach so, damit kann ich es nur wirklich. So schwierig kann das doch nicht sein hier. Ich glaube nicht, dass ich das richtig mache. Ah doch, okay. War doch so einfach. War nur zu langsam. Ja, das mit dem Wagen ist natürlich ein Problem, ne? Mit meinen Fäden, da komme ich nicht dran vorbei. Aber ey, das Licht, guckt euch das an. Echt schön. Abby? Was tust du da? Ich weiß es nicht. Ich hab's da erstmal dran gehangen. Die Fäden? Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit! Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Lass ihn in Ruhe. Der Wolf ist frei, oder? Hoffe ich. Was hab ich dir gesagt? Cool, der Wolf ist frei. Du musst gehorchen, sonst gerätst du noch in große Gefahr. Haben wir uns verstanden? Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging womöglich vor die Hunde und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Es gibt kein Handbuch für Brücken.
Nein, es gibt kein Brücke-Handbuch. Aber interessant, der Wolf ist frei und er lebt noch. Jetzt muss er nicht mehr sterben. Also jedenfalls nicht hier. Vielleicht woanders, aber dann glücklich und in Freiheit. Das Witzige ist ja, dass ich ja, wenn man es so sehen will, als Marionette auch gefangen bin. Und dass er mich aber aus der Gefangenschaft des Käfiges befreit hat. Also oder ich mich selber. Cool. Die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich, sich die Äste zu verbrennen. Ja, richtig so. Ich will noch mal ein paar Sachen anzünden hier. Nee, geht nicht. Okay, gut, dann nicht. Handgespielt, moin. Hey, mein Lieber. Nach dem Jahre C und jetzt auch noch Umzug in einem Bundesland bin ich doch wieder hier gelandet. Ganz liebe Grüße. Ach, du meinst Corona. Okay. Ich habe das nicht gebannt hier, das Wort. War eben schon bei Programmiersprache. Ich bin Programmierer. Wenn da jemand C schreibt, denke ich an etwas anderes. Kaum ist da ein Feuer, bis wir dann gucken. Ja, man muss ja ausprobieren, was geht, ne? In welchem Bundesland wohnst du denn jetzt, wenn man fragen darf? Bundesland wirst du ja wahrscheinlich noch verraten. Beruflich umgezogen oder wegen der Liebe? Oder musstest du das Land plötzlich verlassen? Dann würde mich interessieren, was hast du getan? Das ist aber... Warten. Feuer geht schnell aus jetzt, wahrscheinlich. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Mutter allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit Regen ersäuft. Nun ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus Gold und Zellen. Das musst auch du nun lernen. Hält ja nicht lange so eine Fackel, ne? Ich bin freiwillig rüber. Hi. Chris Boxdorf. Was ist das denn niedliches? Das ist in Juggler's Tale. Ich erzähle ganz kurz die Vorgeschichte. Wir befinden uns in einer Bar. Das ist jetzt schwierig zu glauben, ne? Aber es startet in einer Bar und der Puppenspieler dort erzählt eine Geschichte. Da ist ein kleines Haus gewesen mit Vorhang. Da ging die Bühne auf und ich betrat die Bühne. Ich bin Abby. So. Und er ist halt Marionettenspieler. Abby startete ein kleines Dorf, rannte frei rum. Der Zirkus kam in die Stadt. Und aus irgendwelchen Gründen hat mich der Zirkus direkt da behalten, nachdem ich gegen Urs, den Bären, gekämpft habe. Und hat mich in eine Kiste gesperrt und wollte mich wohl da behalten. Ich habe mich dann aber befreit. Der Bär hat sich für mich geopfert, ist da geblieben, hat mich aber quasi gerettet und seitdem bin ich draußen in Freiheit und wir gucken mal, was so geht. Ansonsten richtig schöne Nacht und ein ganz toller Sprecher und Erzähler. Jetzt bei dem Regen sieht man meine Fäden etwas schlecht. Ah, okay, ich verstehe. Aber eine richtig tolle Grafik. Ach, Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Nee, Abby musste immer am Regen stehen. Überrascht dich der Regen. Was machst du? Okay. Ah, sehr clever.
Geht gut Acht auf dein Lebenslicht, Mädel. Tief in den Wäldern, so erzählt man oh sich Gott. Schon lange, machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange. Oh Gott! Also wenn Wiener Madel nicht schon gegangen wäre, dann wäre sie spätestens jetzt raus. Also die Spinne brauche ich jetzt aber auch nicht. Das ist der olympische Fackellauf. Ja, genau. Aber immerhin weiß ich ja, dass das mein Sprecher gut mit mir meint. Ja, das wirst du vielleicht besser. Ist ja nicht immer so ein Sauwetter. Hoffe ich jedenfalls. Aber guck mal, deshalb, wegen der Fäden. Kann ich zum Beispiel hier nicht unter den Baum durchlaufen. Siehst du? Deshalb habe ich die Fackel. Ach du Scheiße. Mit acht scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsame Streuen einzuverleihen. Ich habe Streamer gelesen. Wie soll das gehen? Übermut wird bestraft, kleine Elf. Nein! Man kann doch im Spiel nicht sterben. Man kann da drin sterben? Tommy, möchtest du oder soll ich? Ich will dir das nicht. Genau, ich wollte dir den Spaß nicht nehmen, Tommy. Da steht sie, mit acht scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streuen einzuverleihen. Aber wie soll ich denn an der vorbeikommen? Und dadurch ja wohl auch nicht. Meine Fackel bringt mir da auch nicht wirklich viel, glaube ich. Bestraft. Oh Mann! Ja, das will ich jetzt versuchen. Ich kann die Fackel ja auch werfen. Da steht sie mit acht scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streuen einzuverleihen. Ah. Feuer scheint mir hier zu wirken. Deine Fackel schmeckt hier überhaupt nicht. Nee, ja, aber... Das ist schwieriger vom Werfen her, als ihr glaubt. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Ach, dreimal, okay. Doch warten in der echten Welt noch tausend weitere Plagen. Oh, die Bäume haben gelernt. Ja, und du?
Okay, habt ihr eine Idee? Vielleicht kannst du dir diesen Baum auch zunutze machen. Ach so, alles klar. Ja gut, ich muss die Fackel dann wegpacken. Ne? Ach. Echt jetzt? Langsam lernt das Eichhörnchen, ne? So. Puh, aber schön gemacht. Du musst die Flamme am Leben halten. Ja, wie bei Olympia. Passiert mir nichts. Und was sollte hier passieren? Gar nicht, da hängt jetzt ein Seil runter. Ich kann doch hier nicht springen. Ah. Okay. Nee. Das bringt mir nichts. Irgendwie sehe ich es nicht. Ich meine, so viel ist ja nicht zu tun, ne? Oder kann ich da wirklich runterspringen? An meinen Fäden fühlst du dich wirklich sicher, was? Ja. Pass auf die Fackel auf. Ja, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Achso, ich muss erstmal rüber. Ah, in die andere Richtung, okay. Nutzerakte kennst du doch aus dem Zirkus. Na los! Stück für Stück für Stück. Abby, verstehst du langsam, wie dringend du mich brauchst? Dieser Ort ist so gar nichts. Vorsichtig. Also dieser Satz, wo er eben so sagte, ich mag ihn ja, der Erzähler ist ja, glaube ich, netter, aber er sagte, verstehst du langsam, warum du dich so dringend brauchst? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er mich gehen lassen möchte. Ich meine, gut, ein guter Marionettenspieler hängt an seiner Marionette, ne? Den mache ich gerade wieder an. Ich hatte eigentlich geraucht, bin aber auch kaum dazu gekommen. So, und dann mache ich die Cam aus.
Kleine Reise. Hallo. Ich hoffe, es ist mal wieder schönes Wetter hier. Die nächste Spinne? Ah, die ist tot. Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Haha, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Tot? Oh, Abby, wo bist du hier nur gelangt? Das wird ein freundlicher Jäger gewesen sein, der zu viele Pfeile hat, weil er die nicht rauszieht. Ein bisschen bewegt sich das eine Bein aber noch da hinten. Ich glaube, die schläft nur. Guck mal. Er wird das sein. Ich zünde erstmal so ein Seil an. Ach, ich kann ja nicht nach unten. Guten Tag, ich bin das Mädchen das mit der Fackel. Das ist kein besonders netter Geselle. Oh. Gib Acht. Tommy, walten Sie Ihres Amtes. Das konnte ich ja nicht ahnen, dass der nicht nett ist. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Am Mann, wieso muss ich denn in so einem gefährlichen Spiel landen? Ich kann mir keine neue Fackel holen. Aber was mache ich denn dann? Ich komme hier auch nicht mehr hoch. Ah. Leise. Leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Haha! Es ist zu schwer. Das ist kein Resident Evil. Guck mal, Glühwürmchen. Die wurden überhaupt noch nicht beachtet. Da vorne im Busch waren auch welche. Ich wollte nur darauf hinweisen. Als Reiseführer muss man ja auf Kleinigkeiten auch achten. Das ist die bestimmt auch nicht. Schau an. Der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Ach was, der Direktor? Und mit dem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim. Oje, es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück. Bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein, doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Interessant ist die Redewendung, ihr bekommt euer Gewicht in Geld. Normalerweise ist es ja Gold. In Geld, die habe ich noch nie gehört. Aber es muss sich ja reimen, ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir die kleine Abby wieder in die Hände fällt. Sonst wäre es nicht gereimt. Dann hätte man sagen müssen, ihr bekommt euer Gewicht in Gold, wenn ihr mir die Abby wieder entgegenrollt. Die Tücke der Lyrik. Achten Sie drauf. Taurinchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, das Spiel wird dir sehr gefallen, Taurinchen. Vielleicht kannst du dich dabei auch ein bisschen ablenken, falls du Ablenkung brauchst. Es ist total putzig gemacht. Richtig, richtig schön. Kritisiere den tollen Sprecher nicht. Nein, nein, ich habe nur den Text hinterfragt. Der Sprecher ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe nur den Text hinterfragt. Das Gewicht in Geld aufreimt. Tommy hätte das auch mit Gold gereimt. Bin ich mir ganz sicher. Genau. Denk nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen.
Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Herr Rektor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Blick. Man hätte die Untertitel an der Stelle aber auch unten in dem schwarzen Balken setzen können, ne? Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Na gut, jetzt sind keine Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie 2 und stark wie 5. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Das Licht, Abby. Achte doch auf das Licht. Hab ich doch, Mann. Kann ich anders, dass sie so schnell wieder umdreht? Man mag es ja nicht unnötig schwer machen, ne? Ich bin ja auch Anfänger. Unglaublich. Jetzt kritisiere ich den Sprecher. Boah, knapp. Ich bin ja handlungseingeschränkt. Ich kann ja auch nicht nach hinten gehen. Fünf Tode, so ein schlechter Scherz. Was haben die für riesige Hände und für kleine Köpfe? Guck mal, die Hand ist größer als der Kopf. Danke, Andreas. Ja, okay. Ich darf jetzt hier heimlich sägen. Abby, hast du nicht zugehört? Ja! Menschen sind gefährlich. Was soll ich denn da machen? Nein, ich muss nochmal sägen. Oh, da hätte man den Haltepunkt aber davor setzen können, danach setzen können, oder? Was soll ich denn da tun? Vor allem, da legen sie mir jemanden im Weg, der da sitzt, liegt und pennt. Aha.
Aua, das sah schmerzhaft aus. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. Das ist ein schöner Satz. Ach, die haben sich jetzt beide K.O. gehauen. Wie witzig. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als dickig. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Er verspottet mich so ein bisschen, ne? Das verstehe ich gar nicht. Was für ein bösartiger Marionettenspieler bist du denn? Der will mich nicht gehen lassen. Jo, klar, unter mir ist eine Höhle, ne? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib Acht. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Sei froh, dass du an mich gebunden bist. Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Gegen den zähen Sumpf bist du machtlos, Abby. Ich bin auch eben auch so ein paar rüber gesprungen. Aber wozu musste ich die Leiche da hochheben? Das verstehe ich nicht. Ich hätte dich auch so sprengen können. Greifen mich die Ratten an? Nein, Ratten sind meine Freunde. Das ist doch eine Falle hier. Das erkenne ich doch. Wenn ich da reingehe, bin ich gekniffen. Scheint, als würde der Strick dir langsam schon gefallen. Aber ich musste da doch reingehen. Oh. Wir machen mal eben eine ganz kurze Pause, okay? Ich hole mir nochmal ein Heißgetränk. Farbe und Sprache, Masterlautstärke, drehen wir mal eben runter. So. Und jetzt pausiere ich mal die Aufnahme, mal gucken, ob das dauerhaft funktioniert. Ja, theoretisch nimmt er jetzt weiter auf. Mal gucken, ob das auch in der Praxis funktioniert. Oh, es kam mir so laut vor gerade. Aber guck mal, es geht doch auch so. Also da darf ich nicht reintreten, da bin ich tot. Gegen den zähen Sumpf bist du machtlos, Abby. So, jetzt nehme ich wieder das Ding und schmeiß das da rein, ne? Aber warum? Ich meine, und was habe ich davon? Dann hängt die Leiche hier dran. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Das Ding ist, da ist ja was Blaues dran. Ich müsste es doch eigentlich ziehen können. Ich kann es aber nicht ziehen. Sei froh, dass du an mich gebunden bist. Ich würde ganz gerne diese... Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Ah. Es ist schon ein bisschen bäh, ne? Oder?
Der hängt ja jetzt so komisch dran. Ja, endlich kann sie wieder frei schwingen. Mann, oh Mann, oh Mann. So macht Schaukeln Spaß. Hängt da jemand? Da ist jemand aufgehangen worden. Muss gucken, der böse Jäger kommt da oder nicht. Tonda und seine Bande. Lauf, Abby! Lauf um dein Leben! Ich verstehe mal Honda. Honda! So. Lauf, du lauf. Ich komme durch den Wald. Vorsicht! Hier willst du überleben. Tonda grunzt verdutzt, als Abby ihm doch entflieht und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen sieht. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. Errungenschaft freigeschaltet, Kopf über. Jemand im Sumpf aufhängen ist aber komisch. Akt 3, die Stadt. In Ostfriesland wurden die Leute nur im Sumpf ertränkt, das stimmt. Oder Moor. Im Moor. Von Tondas tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Das wird sein. Wie gesagt, für alle, die später gekommen sind, wir sind jetzt gerade auf der Bühne, die wir ja eben gesehen haben. Und hier spielt sich das Ganze quasi ab. Hinter der Bühne. Backstage quasi sozusagen. Alles Backstage. Nimmt er denn wirklich auf? Ja. Oh, Pilze, guck mal. Holzpilze. Habe ich auch noch nie gehabt. Keine Rettung in Sicht, so sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Röstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein rund. Mach die Arme, Abby. Guck mal, so ein beleuchteter Baum, so ein großer. Was ist das? Warte mal, ist das Dreck? Nee, das ist am Monitor. Das ist im Bild. Das helle da. Okay. Freiheit ist ich habe den Emote-Train leider ausgeschaltet, Tommy, wegen der... Weiß nicht, wusste, ob die Kodierung überlastet damit zu tun hat. Heraus aus dem Walde hat Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Sollte man denken. Den Sarg muss ich wahrscheinlich wieder wegnehmen, ne? Also einfach zu schwer oder was? Ach, das ist doch auch gemein. Ach, Abby. Verstehst du denn die Mechanik mit dem Zahnrad nicht? Doch, verstehe ich. Deine Fäden sind im Weg. Ey, den Sprecher hat auch, der ist doch von Tommy gekauft worden, oder?
Das ist ganz ehrlich, du musst ihn ja lieben. Besser könntest du mich auch nicht trollen. Kann das sein? Mann, oh Mann, ey. Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Ach, so ein Campfeuer wäre ja schon eine schöne Sache. Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Wie gütig. Der sieht gar nicht so gebissig aus, der Hund. Der macht eigentlich einen netten Eindruck. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagt versessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Schon haben wir neue Freunde gefunden. Wenn du mit Tieren spielen willst, hättest du auch im Zirkus bleiben können. Nee, man kann mal ein bisschen werfen. Drücke hier, um dich anzufreunden, genau. Guck mal, der gibt noch mal brav wieder her. Lass nun endlich das Stöckchen liegen und den dummen Köter in Frieden. Mal gucken, was er noch mehr Texte hat. Errungenschaft freigeschaltet, Spielkind. Haha, sehr schön. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Wir könnten ja mal die Glocke läuten. Keine Türe steht der kleinen Abby offen. So muss sie weiter still auf der Errungenschaft freigeschaltet. Zweimal läuten, der Boss schreit, ne? Einmal läuten, Versammlung. An Deck. Klappt aber nicht. Ist das ein Netter? Das ist ein Koch. Köche sind eigentlich immer nett. Als ob ihr vor Hoffnung die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Schaut nur, wie sie es immer wieder versucht. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Aber warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich meine, weil ich es kann, aber warum? Ich meine, warum, was bringt mir das jetzt, dass sie da drum hängt? Ich hätte ja auch so weiterlaufen können, theoretisch. Ja, oder halt eben nicht, ne? Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Warum habe ich das denn gemacht? Es muss doch irgendeinen Grund haben, außer um die Frau zu ärgern. K-
Kann ich vielleicht auf den Kopf springen und von da aus weiter? Nee. Keine Ahnung. Dann war es nur... Ja. Tommy, wie würdest du das denn einschätzen? Das ist unnötiges Nachtreten gewesen, ne? Oder? Von mir? Kann das sein? Oder ob es da drüben noch was zu holen gibt. Ich habe da auch nichts anderes gesehen. Auch Tonda und seine Bande streifen durch die Nacht. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren verwischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Meins? Ich war mal wieder gemein. Nee. Vorsicht! Pass auf deine Fäden auf. Ach, Abby, gib doch acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Außerdem sind deine Fäden verheddert. Jetzt muss ich... So, fertig. Moment, wie? Abby, Abby stolperte über Balken und Bretter, fiel zu Boden und muss nun klettern. Mit Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Der war eben komplett aus dem Konzept. Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Fest tobt, Abby. Jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Oh, cool. Ich will auch feiern. Sind die Bösen da auch? Ein Hauch von Witcher. Gerade als Abby sich auf ihr Zirkustalent besinnt, sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Doch nun, als ausgestoßene Fremde am Festesrande, fristet sie ihr Dasein in Furcht vor der Räubersbande. Das war wohl nichts, kleine Abby. Wieso? Wie konnte der mich denn sehen? Nachtreten ist nur eine Art von vorausschauender Bestrafung. Für den nächsten Fehler. Okay, da darf auch nicht die Bewegung sehen. Jetzt ist er da stehen geblieben, ne? Achso, kannst du... Ja, hast du.
Ach, der ist ja nur dran hängen geblieben. Der würde mich jetzt am liebsten schon verprügeln, glaube ich, ne? Ja, der weiß, dass ich hier bin. Das ist das Problem. Nächstes Mal. Pass auf das Licht auf. Ich brauche den Karren ja wahrscheinlich da hinten. Ich muss mir da wohl ein bisschen mehr Zeit lassen. Hier. Aber der Karren darf sich auch nicht mehr bewegen zu dem Zeitpunkt. Ich finde, das ist nicht einfach zu sehen, weil der Lichtkegel nicht hart genug ist. Wie weit darf ich denn hier laufen? Das ist die Frage halt. Ich ziehe den Wagen jetzt besser nicht. Das ist, die letzten beiden Male hat das nicht funktioniert. So, jetzt warte ich nochmal, weil ziehen mache ich hier auch nicht mehr dran gerade. Aber der müsste doch jetzt eigentlich auch stutzig werden, ne? Ach, Abby, so kommst du nicht durchs Leben. Ganz ehrlich, wofür brauche ich denn diesen doofen Karren dann? Dann brauche ich doch den Karren nicht. Das scheint gerade nicht so viel zu bringen. Schau dich noch mal um. Ich muss den Karren da runterrollen lassen wahrscheinlich. Ach ja, okay, ich weiß es. Alles klar. Okay, es ist klar. Sitze hier ein bisschen an der Stelle, was? Errungenschaft freigeschaltet. Knappe Sache. Nicht. Doch steht sie diesmal nicht im Rampenlicht.
Und go. Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen. Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen. Okay, das habe ich mir anders das vorgestellt. Das Golden schien wurde schwarz. Süßes schmeckte bitter. Abbys schöne Welt ertrank in Kälte und Gewitter. Und zart bitter, hätte ich jetzt gesagt. Rasten, sicher und allein und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute alte Heim. Den Banditen stolperte sie in die Arme. Nein! Mochte nicht mehr laufen. So ergab sie sich fast wehrlos dem üblen, groben Räuberskreise. Nein! Nicht wieder zurück in den Zirkus. Zartbitter hätte sich aber auch geraten. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Geil. Dem Zirkus, das Mädchen ausgewöhnt. Doch Abby wurde gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn die erst beim Zirkus angekommen sind, bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verweiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Sie mit wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst singen. Geiles Lied. Bis zum Abendrot wir Banditen, verweiten Schreck und Not. Wir Banditen, verweiten Schreck und Not. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Echt geil gemacht, oder? Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück. Spotte Tondern Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Aber das ach, ist ja Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Ja, die Kerze da oben macht mir Sorgen. Die Kerze macht mir Sorgen. Das ist nicht gut, wenn die auf Stroh fällt. Wie fandet ihr denn das Lied? Schreibt ja keiner was im Chat. Überrascht mich eigentlich auch. Die steht nicht stabil, die ist total fragil hier. Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Abby. Was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein kleiner Held? Gelernt hat unsere Abby nichts, ist undankbar obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Das Feuer auswerfen. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Am Ende kommt alles, wie es kommen muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Ist doch nicht mehr als eine plumpe Banausin. Zappel nur, Abby. Nun ist bald wirklich... Hey, was soll das?
Lass los! Hör auf damit! Die Freiheit schenkt dem nichts, der Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Stunk und Unruhe sät. Mach dich nicht lächerlich! Es ist vorbei! Lass los! Benimm dich! Oh, ich trenne mich von meinen Fäden! Dass du nicht mal jetzt zur Einsicht kommst. Halt still und mach dich nicht lächerlich! Der Zirkus war ihr Heim. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los. Nein, unmöglich. Errungenschaft freigeschaltet am seidenen Faden. Ist geil. Oh, ich finde das klasse. Wahnsinn. Ey, ja, war jetzt vielleicht vorhersehbar, aber wir haben es bei dem Wolf ja, aber ich find's trotzdem toll gemacht. Wie es wohl weitergeht, wir... Abby, unterbrechen für eine kurze Pause. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Als Sprecher wäre ich jetzt auch total überfordert. Abby lag... Moment, habt Geduld. Okay, also... Abby lag und dann? Lucullus, was wohl jetzt passiert, wollt ihr wissen? Ja, ja, das würde er auch gerne wissen. Was wohl passiert? Ich finde das total spannend, ja. Okay, gut. Abby richtete sich mühsam auf. Und fand zurück in ihren Lauf. Ach ja, muss ja noch reimen. Improvisiert reimen. Doch die Welt um sie herum, sie war zerrüttet, weil so lange schon der Krieg hier wütet. Finde ich auch gedrückt. Ja, genau. Ein Krieg ist über das Land gezogen, weil sich irgendwelche Länder nicht vertrugen. vertrugen. Wie ein dummes Kind läuft sie voran, weil sie es nicht lassen kann. Doch der Krieg um sie, erbarmungslos. Die Asche kalt, der Schaden groß. Man merkt dann mal richtig, wie die Reime von ihm auch improvisierter und etwas schlechter werden. Ne? Finde ich klasse. Finde ich echt klasse gemacht. Da steckt viel Liebe drin im Spiel. Dieser Spiel dauert 2 Stunden, wenn man nicht so lange bummelt wie ich. Wobei, ich nehme jetzt 1:33 auf. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch dem kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Da ist er wieder in seinem Element. Er weiß halt nur nicht, was ich mache. Da, die guten Klebesteine. Wer kennt sie nicht? Richtig, kann jetzt ja darunter auch durchlaufen. Das sind ja komplett neue Spielmöglichkeiten. Vorher wäre das nämlich nicht gegangen, ne? Es ist doch schön zu sehen, wie unsicher er ist, seitdem er Abby nicht mehr kontrollieren kann. Ja, ich find's klasse gemacht. Fast so schlecht wie meine. Die Reime. Ja. Wenn ich jetzt sage, nicht ganz so schlecht, ist doof, ne? Schlechter, Tobi. Ha!
Da nahm Abbys Reise wohl ein abruptes Ende. Das war jetzt nicht mal ein Reim, oder witterst du hier schon die Wende? Wir haben alles kurz und klein geschlagen. Nur Schadenfreude habe ich da gehört. Den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Ja, den Haken brauchen wir ja vielleicht gar nicht. Ich weiß nicht, ich bin halt verwirrt, weil es leuchtet, ne? Wenn es leuchtet, will ich es anfassen. Ich brauche den Haken auch. Hier kann ich es nicht nehmen. Aber hier kann ich auch nicht, kann ich es auch nicht nehmen. Keine Ahnung. Wir nehmen den Stein erstmal mit. Du meinst vor und zurück? Nee, vor und zurück kann ich immer noch nicht laufen. Also hier nach unten. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Was habe ich denn davon, wenn ich damit werfe? Ich werde davon kaum den Haken runterwerfen können, ne? Da sehe ich jetzt auch keinen Sinn drin, hier was hinzuwerfen. Nee, wenn ich hier RT drücke, um das Grüne zu greifen. Ich stehe etwas hinter dem Haken. Ich kann ihn nicht einfach runterschieben. Und hier auch nicht. Ah. Kann ja nicht so schwierig sein, ne? Eigentlich. Vielleicht hätte ich das mit den Steinen noch nicht machen sollen, sondern erst hochklettern. Ich muss den Haken runterkriegen, weil ich muss da unten rein in dieses Loch. Da muss ich rein. Mist, ich kann ihn auch nicht im Flug greifen. Ha, da nahm Abbys Reise wohl ein abruptes Ende. Ja, aber die kriege ich ja nicht mehr entfernt. Wir gucken uns erstmal jetzt unten. Banditen und Krieger haben alles kurz und klein geschlagen. Noch den kleinsten Bauern ging es an den Kragen. Mit brutalem Geschrei haben sie alles niedergefegt. Zurückbleiben Köpfe auf Speeren und nichts, das lebt. Also die Steine packe ich nur ran, damit ich überhaupt zum Haken komme. Ich muss den Haken irgendwie greifen können. Ich weiß nur noch nicht wie. War ich eben nicht in der Lage zu dem zu greifen, den Haken. Das ist nur dafür da, dass ich überhaupt zum Haken... Ich muss den runter und dann kann ich mich unten ranhängen und dann kann ich den
schwingen und dann passt das. Aber irgendwie kann ich diesen Haken nicht greifen. Ah, von hier aus. Ich muss auf dieser Seite stehen und dann kann ich ihn. Nur nicht, wenn ich oben drauf stehe. Ja, okay, gut. Dann blieben ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten jetzt, ne? Na, hakt ihr da noch ein? Boah, okay, gut, machen wir das so. Ah! In dieser Welt gibt es kein Entkommen. Kann ich die Fackel nehmen? Nee. Ich will wieder meine Freunde die Ratten. Guck mal, ich hätte hier gar nicht reinkommen können mit meinen Fäden. Wild vor Zorn grüllt Honda der Tyrann. Keiner da, der dich noch retten kann. Unbezwingbar, in tosender Wut, funkelnde Augen, glimmen wie Glut. Geht in die Falle, wohin sie auch läuft, dumm dreistes Mädchen, das sich selber täuscht. Das Ding ist, mir kann jetzt natürlich auch... Lass deine Finger von Dingen, die du nicht verstehst. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Versuch war es wert. Er kann mich jetzt natürlich auch nicht mehr retten, ne? Um sie rum die Welt. Mein Raubtiermagen. Gib dich ihm hin. Und Schluss mit den Qualen. Das hättest du gerne. Wir würden die Bühne verlassen und am Ende heißt es Elvis left the building. So sieht das aus. Was war denn das für ein Klavierton? Moment. Boah, dramatische Pausenmusik. Habe ich Musik ausgeschaltet oder wieso kommt hier eigentlich Pausenmusik? Nee. Auch da hätte ich niemals drunter laufen können. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig. Na? Na, Dicker? Kommst du nicht durch, was? Du willst Verstecken spielen? Nur zu? Tonner macht dem Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Er kommt dich zu holen mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Tonner macht dem Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Das hat doch eben besser funktioniert.
Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Wer nicht hören will, muss spüren, wohin ihn seine Flausen führen. Der hat auch mal wieder ein neues Gedicht, wenn ich sterbe. Ne? Wieso ist denn das jetzt so häufig hintereinander? Was mache ich denn jetzt anders als vorher? Er kommt dich zu holen, mit schallenden Schritten. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Ach, jetzt schiebt er die Kiste weiter. So bin ich also. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Du willst Verstecken spielen? Hör nur zu. Tonner macht dem Spiel ein Ende und fängt das Kind mit starken Händen. Er kommt dich zu holen. Es war mit schallenden Schritten. Alles in Ordnung. Längst ist es zu spät, ihn um Gnade zu bitten. Du kannst ihm nicht entkommen. Na, komm schon raus. Wird dir nicht langweilig? Weiter muss ich die nicht schieben als bis hier, behaupte ich mal. Von links nach rechts, nach links und wieder rechts. Reicht es nicht langsam? Was? Ein kläglicher Versuch. Das war aber knapp. Fahr nur weiter. Das war aber eng. Versuch doch mal oben zu bleiben, die Schalter wieder umzulegen. Nee, oben bleiben wäre nicht gegangen. Ich kann ja nicht durch ihn durchlaufen. Und wenn er runterspringt, dass ich dann schnell wieder nach oben, die Idee wäre auch interessant gewesen, da hätte man ihn, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Das war aber eine knappe Kiste. Ah, ihr denkt, das war's schon? Ja, könnte sein. Meine Welt folgt meinen Regeln. So. Schaut das Meer an, wie ruhig. Das sieht toll aus, das Wasser, ne? Auf der See wiegt Abby sich in Sicherheit. Doch hält er schon Gefahr bereit? Nein. Ein Seeungeheuer oder ein Sturm? Ein Sturm. Und ein Seeungeheuer. Im Auge des Sturmes... Sturmes! Sturmisch? Im Auge des Sturmes herrscht eisige Stille. Dann folgt auf die Ruhe der... Die Zerstörungswelle. Ach komm, mit deine Reime werden auch schlechter. Die Natur vom rettenden Ufer keine Spur. Ich bin an der Küste aufgewachsen. Und ich dusche täglich. Ich kenne mich mit Wasser aus. Erbarmungsloser Wasserschlund, in dem schon manches Boot verschwand.
kann auch umdrehen. Interessant. Ich kann auch umdrehen. Keine Chance, unser Abby. Sie muss wohl oder übel umkehren und Tonda ins Netz gehen. Sonst wird sie für immer in die Tiefe gerissen. Die Steuerung ist hier gerade ein bisschen komisch. Was hat es mit den Fässern auf sich hier? Was kann ich denn mit den Fässern machen? Es ist sehr laut gerade. Mit Glück und Hinterlist gelingt es Abby, meine den Naturgewalten vorerst zu trotzen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. So weit bist du gekommen, für nichts, nichts und wieder nichts. Der grausamen Banditenscharen. Sekunde. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Vielen lieben Dank für den 5. Mieser. Hi, Ringo. Zirkus war sie jemand, doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Wieso bin ich beim ersten Mal überhaupt durch dieses Ding da durchgekommen? Wieso bin ich beim ersten sie Mal überhaupt da durchgekommen? Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Na, ich glaube, die Fässer hatten was damit zu tun auch. Ich komme hier nicht heraus. Im Zirkus war sie jemand. Ich hatte ein Fass mit reingestoßen, glaube ich. Wird sie für immer vergessen sein. Ja, die Fässer waren kurz vor mir drin im Strudel. Das glaube ich auch. Aber ich kann die nicht greifen. Ich kann die, glaube ich, nur anstupsen. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren, kann nicht entrinnen der grausamen Banditenschar. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken, ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Ganz ehrlich, ist das mit Tastatur vielleicht leichter? Im Zirkus war sie jemand. Doch auf dem Boden des Meeres wird sie für immer vergessen sein. Ah, mein Wellen und in die Runde grüße ich euch zur späten Stunde. Seit 5 Monaten dabei. Was als Follower noch länger bleibt. Ich versuch's mal mit Tastatur, ob das einfacher ist. Sie muss den Schrecken am eigenen Leibe erfahren. Kann nicht entrinnen der grausamen Banditenscharen. Sie windet sich vergebens wie der Wurm am Angelhaken. Die Steuerung ein schwächlicher Schwächling in Fängen der Starken. Oh.
Okay. Nein! Nein! Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen! Ihr verdammten Idioten! Nichtsnutze! Weg mit euch! Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? Ja, ich glaube an Abby. Dieses kleine, einfältige Ding? Der Puppenspieler hat aber auch echt ein Problem, ne, oder? Ha! Meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Bis ans Ende und darüber hinaus. Ah, jetzt sind wir in Griechenland. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf, frustriert von ihrem Platz in der Welt. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Information für dich, Ringo, weil du das ja nicht mitbekommen hast. Der Spieler heißt in Juggler's Tale, gut, das kannst du sehen. Wir sind eigentlich eine Marionette. Und die Stimme ist eigentlich unser Marionettenspieler. Und der hat am Anfang auch einen netten Eindruck gemacht, weil der wurde mir dann irgendwann unheimlich. Und also er hat mich schon öfter gerettet, aber er will mich auch unter Kontrolle haben halt. Und wir haben uns halt von unseren Marionettenfäden vor kurzem befreit. Aber die Räuber sind immer noch hinter mir her. Alle Puppenspieler haben ein Problem, besonders die Bauchredner. In welcher Serie hatte diese komische Bauchrednerpuppe mal eine Rolle gespielt? Wo war das? Die war so unheimlich. Es gab irgendwo eine Serie, da gab es zwischendurch mal, hatte jemand eine Bauchrednerpuppe. War das Friends? Die war übel, war die. Ich weiß nicht, ob das Friends war. Abby und der Bär, sie ist ihm nicht so schwer. Urs bleibt, sie geht. Sein Opfer, man versteht. Ach, du warst vorher schon im Lurk, okay. Jetzt wird der Sprecher immer mehr zu einer fiese Möb. Der beschwört auch die Gefahren herauf. Er könnte viel näher zu Abby sein. Ja, das nennt sich Kontrollverlust. Das gefällt ihm nicht, wahrscheinlich. Abby hat gar keine Augen. Hm. Oh. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung ging? Ein wundervolles Wiedersehen. Ach, das ist der ein Wolf. Ein herzzerreißender Moment. Stimmt, der hat ja keine Fäden. Dass Tonda keinerlei Zurückhaltung hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonda euch erreicht. Seid doch so nett. Und macht es nicht schwieriger, als es sein muss. Wir brauchen nur einen Tunnel. Guck mal, da kommt... Oh, wie da kommt Tonda rüber. Aber da kommt Tonda nicht rüber. Doch, verdammt. Aber da kommt Tonda nicht mit. Verfluchtes! Also wirklich. Na? 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 Entspannte. Eine echte Heldin.
würde sich nicht einfach verstecken. Ich versteck mich ja nicht, stehe hier. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Abby? Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Haha! Komm sie mal her, junger Mann. Was machst du denn so lange da drin? Sieht jetzt nicht sehr bedrohlich aus. Wir könnten Tonda die Fäden durchschneiden. Was soll das denn werden? Glaubst du, du kannst Tonda einfach so aus dem Weg räumen? Da, nimm dein Spielzeug zurück. Aber ich habe doch nicht vor, Tonda die Fäden durchzuschneiden, oder? Doch, wir schneiden Tonda die Fäden durch, weil... Von der Arbeit aus zugehört und manchmal zugeschaut. Wir schneiden Tonda die Fäden durch, weil... Tonda wird gelenkt durch den Marionettenspieler. Vielleicht ist das ein ganz netter. Vielleicht fährt er Honda, das wissen wir nicht. Das ist doof, ne? Was ich da gemacht habe. Ne? Das liegt nicht so günstig gerade. Nee, das müssen wir normal machen. Ich dachte mir so, von der Balance kann das hier eigentlich nicht funktionieren. Ich muss es doch da auch greifen können. Warum kann ich es denn da nicht greifen? Gut, dann legen wir es noch ein bisschen weiter vor. Oder wir gehen nochmal runter und lassen das Brett wieder runter. Aber... Nee, es geht so. Okay. Nein! Tom! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn! Komm raus, du kleine Nervensäge! Ah, da bist du! Okay, wir wiederholen das jetzt ein paar Mal. Achso, Quatsch. Ja, aber da komme ich jetzt nicht mehr ran, ja? Das ist versperrt, anscheinend. Anscheinend ist das versperrt. Gut, wir haben also eins abgetrennt. Nicht so schnell! Schade, ich hätte gerne mehrere abgetrennt. Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen.
Abby! Komm raus! Ja, aber mit der Säge kann ich doch gerade nichts anfangen. Ich hab satt! Jetzt zeig dich endlich! Ich kann aber so schnell nicht sägen, wie ich müsste. Schluss mit dem feigen Versteckspiel! Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Ah, vielleicht beim dritten Mal. Nein, 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 nein! Nein! Ich würde ganz gerne an die Säge kommen. Ah. Scher dich weg! Wir machen das jetzt. Scher dich weg! Weg! Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot, tot, tot! Er kriegt dich! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir! Hallo, was? Wer spielt denn da falsch? Ich kann hier oben gerade nichts greifen. Du kannst dich nicht verstehen. Passiert ist, was passieren musste. Abby und Val, sie waren ganz schnell und ganz ohne Not vom Spinnen bis tot. Doch mit des Feuers Kraft und Abbys Geschick überwinden sie sacht auch dieses Unglück. Oh, sehr schön. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Ah, so läuft das. Tonda lechzt nach... Hat er dich endlich... Schade, ich dachte, ich müsste die Seite wechseln. Ich dachte ja, der dreht komplett durch. Ich dachte, ich müsste die Seite wechseln. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Ich muss aber nur nach unten gehen. Mehr muss ich nicht. Tonda lechzt nach Rache. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Ah! Ah! Verdammt! Nein, bleib weg. Bleib weg! Wag es nicht, du Wurm! Wag es nicht! Ah! Nein! Gleichzeitig. Ah! Oh Mann! Hat er dich endlich gelöst? Wie soll ich denn da rüberkommen? Trinken nicht vergessen, ja, stimmt. Du kannst dich nicht verstecken! Du kannst dich nicht verstecken! Thank you.
Tonda lechzt nach Rache. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt in der Falle. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Gleich zerquetscht er dich wie eine Made. Nein! Nein! Ich sag's dir! Nein! Nein! Wehe! Wehe! Bleib! Ich bin dein Gott! Keiner stellt sich gegen Gott! Oh, Größenwahn incoming! Komm her! Größenwahn incoming! Zerschlagen wirst du! Zermalmt! Mistding! Gehöre! Zum Teufel mit dir! Du nichts! Du bist gar nichts! Knie nieder! Stirb endlich! Stirb! Irgendwann muss er doch mal reißen. Boah, ist ja total... Hä? Ah, ich hätte vielleicht runterklettern müssen. Zum Teufel mit dir! Ja, vielleicht hätte ich runterklettern müssen, Anton. Du nichts! Du bist gar nichts! Knie nieder! Nee, ich kann nicht runterklettern. Ach, okay. Stirb endlich! Runter! Aufhören! Keine Ahnung, warum das eben nicht funktioniert hat. Das kann nicht sein! Nein! Aber Tonda töten wollte ich jetzt auch nicht. 24 Mal. So schnell kann man eine Statistik kaputt machen. Errungenschaft freigeschaltet. Triumph. Akt 5, Heimkehr. Ja, aber wohin denn? Das sieht ganz entspannt aus. Die Schmetterlinge sind toll. Wo will ich? Dürfen wir wirklich in eine andere Richtung laufen? Tatsache, wir müssen das erste Mal nach links laufen. Der kleine Münsterländer, ich wünsche dir ebenfalls eine gute Nacht. Ach, und Elderil, einen guten Abend. Wir dürfen das erste Mal nach links laufen. Stell dir mal vor, es gibt einen zweiten Teil, wo wir die dritte Perspektive entdecken. Wow. Krass. Die Z-Achse. Wäre mega. Das Spiel hat Potenzial. Habe ich denn Eltern oder so? Sind die auch Marionetten? Oh.
Ich will es ja eigentlich nicht annehmen, eigentlich wollte ich es aufschieben. Ja, keine Ahnung, vielleicht müssen wir irgendwas da finden. Ein richtiges Kind, was entführt worden ist. Solange meine Nase nicht wächst. Nee, komisch. Ich kann hier nichts anderes machen. Ich kann nur... Aber eigentlich streng, dann fasse ich ja nicht an den Blauen an. Was soll ich denn hier tun? Irgendwas muss doch hier gehen. Nee, das will ich jetzt nicht. Berühmte Simpsons. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es nicht. Richtig, wo war das her? Hier war doch aber nichts anderes auf dem Weg, was ich hätte nehmen können. Mir hilft jetzt natürlich auch der Puppenspieler nicht mehr. Lag hier irgendwas am Wegesrand rum? Nein, ne? Ich habe nichts übersehen, oder? Lag da nicht einer? Ein was? Einer was? Ein Stamm? Ja, der Zirkusdirektor liegt daneben an. Den will ich ja nicht unbedingt wecken. Außerdem bin ich an dem hochgesprungen und da ist nichts passiert. Der böse Zirkusdirektor. Netira, danke für den Follow. Herzlich willkommen bei den Walisern. Einen schönen guten Abend. Weil so schwierig kann es jetzt ja nicht sein, ne? Guck mal. Das ist ja der böse Zirkusdirektor. Raufspringen kann ich nicht. Ah, doch, ich hatte versucht, eine Schnur von ihm zu schnappen. Das hatte aber erst nicht funktioniert. Ich habe versucht, die Schnur in der Luft zu schnappen von ihm. Okay. Ja gut, das... Der hat es eigentlich nicht verdient, aber der wurde ja auch nur von dem bösen Puppenspieler gespielt. Und den einen machst du dir jetzt selber ab? Tatsache. Er bedankt sich erstmal. Alle befreien, das ist so cool. Den Bären wollen wir auf jeden Fall. Ich dachte, ich wollte eigentlich den Bären befreien, dass er den Zirkusdirektor frisst. Aber ich habe vergessen, die sind wahrscheinlich alle nicht böse, sondern nur der Puppenspieler ist böse. Cool. Wir müssen noch ein paar mehr Leute holen und dann können wir den Bären auch befreien. Kommst du hinterher? Cool, der kommt mit. Schade, dass wir Tonda töten mussten.
Brauchen alle nur eine Einstiegshilfe hier. Also ich würde gerne auf dem schaukeln. Das ist bestimmt lustig. Jungs, wo seid ihr hin? Na? Ihr geht alle rüber zum Bären? Gut, dann gucken wir mal nach, ob wir noch mehr sind. Nee, hier ist Ende. Na, dann komm. Holen wir mal einen Freund den Bären raus. Bezaubernd. Ja komm, damit funktioniert das. Wenn alle jetzt helfen. Ganz easy. Da, wie eine Katze. Ich hab wirklich keine Augen. Das ist ein Reitbär. Auf jeden Fall, ja. Ist bezaubernd. Ne, wir gehen nach links, ne? Den Bären jetzt so nicht zugetraut, aber okay. Komm, lauf, 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 lauf. Das Schwein hängt aber noch an Fäden hinten. Jemand muss dem Schwein helfen. Oder das ist eine tiefgründige Aussage. Das kann auch sein. Toll, tolles Spiel. Klasse. Gemeinsam ist man nicht allein. Errungenschaft freigeschaltet. Einmal Applaus. Standing Ovations. Da haben wir Premiere und Derniere direkt an einem Abend gehabt. Sowas kommt auch nicht häufig vor. Eventuell ein Hinweis auf die Schweinequälzucht. Ich war immer überlegen, aber das fiel mir auf. Das Schwein hing noch am Faden. Das war bestimmt eine Aussage. Das war kein Zufall. Machst ein kleines bisschen leiser. Schön. Echt tolles Spiel. Applaus, Applaus. Ja, schönes Spiel. Echt. Guck mal, 2 Stunden 25. Bei How Long to Beat ist es ungefähr 2 Stunden. Da bin ich ja gar nicht so weit drüber. Toll. Echt tolles Spiel. Und vor allen Dingen mit einem ganz, ganz, ganz tollen deutschen Sprecher. Das muss man immer dazu sagen. Wobei, scheint ja ein deutsches Spiel zu sein, wenn ich mir die klingen alle deutsch. Das ist natürlich gut, ne?
Sonst hätten sie, glaube ich, auch nicht so einen guten Sprecher gehabt. Ja. Ja, doch, die haben. Ganz am Anfang stand, dass sie Unterstützung hier vom Filmkunst irgendwie Baden-Württemberg irgendwie bekommen haben. Man kann mit der Unreal Engine auch wirklich schöne Spiele machen. Hätte ich nicht gedacht. Böse. Filmakademie Baden-Württemberg, da steht's drauf. Kaleidoscope GmbH. Okay. Standard 2021, ne? 2021. Schönes Spiel. Wie ist es gerade? Ja, wie gesagt, wenn man es einmal gespielt hat, ne, dann braucht man es eigentlich kein zweites Mal spielen. Intro. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leuten beschwichtigen. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an, das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Dünne Fäden gegen Mühlenarme, wer da wohl gewinnt, doch bist du klug und geschickt, sei der Sieg dir vorbestimmt. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl über oder übel hinüber muss. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt, und du, kleine Abby, seine schützende Güte umwirbt. Die Bäume versperren dir den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich sich die Äxte zu verbrennen. Tief in die Wälder, so erzählt man sich schon lange, machen dir dunkle Ungeziefer Angst und Bange. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Das hat sie aber nicht gereimt. Schau an, der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein, und mit wem tuschelt er dort im Unterholz geheim? Geschäftig gehen die Banditen ans Werk, eine wahre Festung wollen sie herrichten, gleich einem Berg. Oh Abby, ist es das, was du dir vorgestellt hast, musst durch Leichen kriechen wie die Maden? Tonda und seine Bande, lauf Abby, lauf um dein Leben. Er reimt jetzt schlechter, ne? Keine Rettung in Sicht, so sehr sich Abby hastet, so schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Heraus aus dem Walde hat's Abby an den Dorfesrand verschlagen, und unter deinesgleichen muss man noch Mitleid haben. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann, kommt nicht allein gegen einen lumpigen Köter an. Na. Als ob ihr vor Hoffnung den Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Das Mühlrad hat sie erfolgreich erklommen, doch wer heißt so ein Gör willkommen? Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen, nur Abby möchte es keine Freude bringen. Boah, das ist echt viel, ne? Und lang, ne? Gewesen. Ich lese das jetzt doch nicht bis zum Ende. Endlich ist auch Urs befreit, einsam ist man nicht zu zweit. Ein schönes Spiel, echt schönes Spiel. Ja, wie gesagt, aber man kann die ganzen Kapitel einzeln ansprechen. So, damit verabschiede ich mich mal aus der Aufnahme. Ich hoffe, die hat funktioniert. Und nur 24 Tode bei Welt, das schafft nicht jeder in einem Kasper-Theater. Das stimmt. Ist der Haufen auch noch so klein? Einer ist das arme Schwein. Sehr schön, da hast du recht. So, ich würde ganz gerne gleich noch kurz in Last Campfire reingucken mit euch. Hier im Stream. Ich bleib noch da. Dr. Apfel. Jetzt habe ich sie pausiert. Wie beende ich denn die auch? Ach, da, okay.